So, meine Lieben, wir machen eine Hühnersuppe. Ein bisschen spezieller, das werdet ihr dann sehen. Aber auf jeden Fall eine Hühnersuppe. ich zerlasse dazu erstmal hier 40 Gramm Butter in einem Multifry, in einem glatten Behälter. Wie ihr seht, fängt es schon an zu schmelzen. Genau. Und hier habe ich mir mit einem Nicer Dicer schon mein Gemüsezeug geschnitten, also Lauch, Petersilienwurzel, ihr könnt es natürlich auch Sellerie nehmen, ich vertrage den leider nicht. Und Möhren. Ne? Genau. Falls es euch interessiert, ich habe das mit Stufe 4 mit dem Hobel hier geschnitten. Stufe 4, also halt die dicke 4 ist das, ne? Genau, dann starten wir mal. Die Butter ist jetzt schon so gut wie fast zerlaufen. Also mit Butter meine ich natürlich meine Alsan Bio. Frei von Milchbestandteilen, da steht's. Genau, also die nehme ich natürlich. Die ist super, also könnt ihr auch wirklich ohne Probleme nehmen, wenn ihr normale Butter vertragen würdet, weil die ist nicht so fettig. Also ich finde das richtig toll. Wird man auch nicht so schnell dick. So, dann kommen jetzt hier mein Gemüse und meine Zwiebeln rein. Und das wird jetzt so richtig schön mal angebraten. Ja, also das braten wir jetzt einfach mal so richtig schön an. Ein bisschen andünsten. Könnt ihr ruhig auf Stufe 4 gehen. So, genau. Und dann lassen wir das jetzt einfach mal ein bisschen andünsten. In der Zeit seht ihr, da dünstet das Gemüse. Das machen wir mal zu. In der Zeit köchelt jetzt schon mein Wasser hier. Das muss ich noch ein bisschen aufgießen, das war ich echt zu langsam, also es ging jetzt echt halt schnell. Genau, und da kommen jetzt dann meine Nudeln rein, weil die mögen halt also Nudeln dazu. Manchmal auch Reis, aber also ich mag total gerne Nudeln. Und zwar die von 3 Pauli, natürlich glutenfrei, wie immer. Das sind quasi Tagliatelle, aber für mich ist das eher wie so Bandnudeln. Ja, und ich kenne das ja von meiner Mama auch schon so mit Bandnudeln. Das gab es bei uns immer bei Hühnersuppe und so. Oder mit Kassler, ne? Also, ja, kann man machen, wie man möchte. Manche mögen halt diese dünnen Nudeln. Ich mag halt die total gerne. Das macht sie einfach, wie ihr wollt. So, die Nudeln sind drin. Die lasst ihr jetzt so, stell das mal hoch, auf 30, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Die lasst ihr so 5 Minuten köcheln, steht ja drin und könnt ruhig Stufe 4 lassen. Also das macht gar nichts. Genau, 5 Minuten, dann sollten die eigentlich schon so gut wie fertig sein. Könnt ihr mit Rührelementen machen, müsst ihr aber nicht, wie ihr das wollt. Also ich mache es jetzt mal ohne. Ist wirklich nicht unbedingt notwendig. Ist aber auch okay, geht auch mit. Also das müsst ihr einfach mal probieren, wie ihr das am liebsten mögt. Das ist jetzt übrigens Programm Pfanne und für gute 15 Minuten hat das jetzt hier ein bisschen so angedünstet. Und jetzt lösche ich das Ganze. Löschen wir jetzt mit kochendem Wasser. Und wieder bis zur Lachsmarkierung. Ne? Und man kann es sehen. Man kann es wieder nicht sehen. Das ist immer schwierig. Da sieht man es, ne, Max? Genau. Also bis dahin die Markierung. Dann kommen meine Hühnchenschenkel rein. So. Ja. Und dann kommen noch natürlich Kräuter, 2 Lorbeerblätter, Pfefferkörner, was ihr halt normal in so Suppen reintut, ne? Ich schreibe das ja dann nochmal zusammen. Genau, das kommt jetzt alles rein und dann wird das so erstmal, stelle ich mir einen extra Timer und mache das mal auf, ja, wir stellen es jetzt mal auf 40, damit es nicht schnell ausgeht. Ich stelle mir einen extra Timer und das können wir ruhig auf Stufe 4 erstmal lassen. So, jetzt habe ich 5 Pfefferkörner, 5 Wacholderbeeren, 5 Pimentkörner, 2 Lorbeerblätter, frische Petersilie, so für den Geschmack halt. Ein bisschen Liebstöckel habe ich mit rein. 2 Teelöffel Gewürzpaste von Thermomix.
Und wie ihr seht, ist es jetzt bei Max schon wieder ein bisschen weg. Also die Hähnchenschenkel sind auch nicht ganz bedeckt. Daher koche ich jetzt nochmal Wasser auf und gieße das jetzt noch ein Stückel auf, dass das bedeckt ist und dass das Max wieder, also bis zur Max-Markierung darf man ja. Das mache ich dann zwischendrin immer wirklich ein bisschen aufgießen, weil sonst habt ihr zum Schluss wirklich wenig Brühe. Das ist mir beim ersten Mal passiert. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn man das ab und zu mal ein bisschen aufgießt. Genau. Und dann köchelt das jetzt, wie gesagt, auf Stufe 4. Das ist völlig in Ordnung. Könnt ihr so lassen. Bis jetzt ist das kein Problem. Und dann köchelt das halt jetzt ein bisschen. Ich würde die Dunstabzugshaube auf jeden Fall anmachen, wenn ihr eine drüber habt, so wie wir, weil es zieht schon echt ganz schön viel Dunst ab. Genau, geht schon ganz schön viel Dampf hoch. Ja, dann sehen wir uns, wenn das fertig ist. Ach so, den Brokkoli, der ist hier tiefgekühlt. Den Brokkoli gebe ich erst, ich stelle mir wie gesagt einen Timer, gebe ich erst so 10, 15 Minuten vor Schluss gebe ich das dazu. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es schon alles weich, das Fleisch und so weiter, dann tue ich vielleicht das Fleisch, also ich würde es so machen, dass ich das Fleisch dann raus tue und das schon mal putzen kann. Und in der Zeit lege ich dann den Brokkoli auf Stufe 3 vielleicht nochmal mit rein. Weil der habe ich echt gemerkt, es reicht, wenn der so ein bisschen angart. Also der ist so schnell durch, auch wenn er gefroren ist. Habe ich beim ersten Mal gemacht, das ist dann echt blöd, wenn der zu weich ist. Also schauen wir dann, wie wir das machen. Aber ich glaube, ich werde es dann so machen, wenn das Fleisch komplett durch ist, dass ich es dann rausnehme, putze und in der Zeit kann ich dann den Brokkoli noch reinschmeißen. Ja. So, das ist jetzt das Fleisch, also die Hähnchenquallen. Und so ist das Fleisch jetzt. Das ist so mit der Hand. Jetzt sieht man, dass es richtig zart ist und nicht trocken. Also richtig toll. Super. Ja, das putze ich jetzt und dann kommt es wieder rein. In der Zeit ist jetzt der Brokkoli drin und wird nochmal auf Stufe 3 so 10 bis 15 Minuten mitgegart. Und vielleicht zusammen wird das jetzt nochmal ein paar Minütchen aufgekocht. Also ich sag mal so. 5 Minuten, das reicht Stufe 3. Und dann ist fertig, ihr Lieben. Das ist das Ende. Also einmal ganz normale Hühnersuppe ohne Beilage, also ohne Einlage, sagt man ja so schön. Ne? Genau, so schaut das aus. Und das kann man jetzt leider nicht so gut erkennen durch das Licht hier, aber es ist wirklich richtig schön grün geblieben. Also das Gemüse ist richtig schön farbig geblieben, ganz toll. So, und so schaut das dann aus mit Nudeln zusammen, was ich ja lieber mag, ne? Also bei mir muss da was drin sein. Ja, das war's. So schaut das dann aus. Hier seht ihr es auch nochmal. Und wenn ihr eine Einlage habt, dann, dann hält es natürlich auch jede Weile, ne? Also dann habt ihr auch mehr von der Suppe. Dann brauchen wir ja nicht so viel. Genau, ja. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Und ihr macht es mal nach. Also wie gesagt, ich mache das jetzt nur mit dem Multifry. Habe es vorher mit dem Thermomix gemacht. Und mittlerweile mag ich es mit dem Multifry lieber. Aber auf jeden Fall ist es hier richtig gut. Und finde, dass das Fleisch auch hier richtig schön zart wird. Also es ist schon mal was anderes, so ein Multicooker-Teil. Alles klar. Tschüss.